Ja, und damit grüße ich wieder hier bei der Legend of Zelda Twilight Princess. Nachdem wir in den letzten Folgen die ganzen Sachen für die 100% eingesammelt haben, das heißt die Goldinsekten, Herzteile und Geisterseelen, trennen sie jetzt nur mehr ein Dungeon vom Finale sowie zwei Nebenquests. Und eine der Nebenquests werden wir jetzt gleich erledigen. Und zwar ist es die Stars Challenge in Hyrule Stadt. Damit bekommen wir wieder ein kleines Item, nee, kleine Verbesserung für ein Item, so, und die wird uns im letzten Dungeon im Finale hilfreich sein und auch bei der nächsten Nebenquest. Ups, die Stars Challenge ist hier unten. Ja, unsere Fans sind auch wieder da. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, wenn ihr dabei seid, und wenn es nicht klappt, schneide ich einfach den erfolgreichen Versuch dann rein. Ach nee, bevor wir das machen, noch zeige ich euch natürlich noch hier die Magierrüstung, die wir auch gekauft haben. Sieht mir, man ist unverwundbar. Ich finde auch, sie sieht ganz cool aus. Verliert nur stetig Rubine. Und wenn die Rubine leer sind, dann bewegen wir uns nur mehr ganz langsam und sind noch verwundbarer. Darum werden wir beim hellen Gewand bleiben. So. Sei gegrüßt, ich habe dich schon erwartet, junger Freund. Diese Star Challenge ist wie für dich gemacht und es kostet dich nicht mehr als 15 Rubine für einen Versuch. Wirst die Herausforderung annehmen, aber klar. Danke, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an, sobald du den Käfig betrittst, also gib alles. Alles klar, dann los. Ja, ist eben jetzt eine schwere Star Challenge. Und wenn wir jetzt nur schaffen können, indem wir mit dem Doppelgreifhaken hier alles einsammeln. So, ich muss mich erstmal hier ein bisschen wieder reinfinden, wo was ist. Das wird beim ersten Mal nicht klappen. Bin mir ziemlich sicher. Es sind jetzt nämlich auch viel mehr zum Einsammeln hier. Ich glaube, ich bin da gerade irgendwie falsch aufgekommen schon. Mal die Decke hier hoch. Ja, muss es ein bisschen geplant angehen. Also ich, aber wie gesagt, ich wollte mir jetzt nur mal anschauen, wo alles ist. Jetzt weiß ich ungefähr, wo es ist. Wir sollten es eigentlich schaffen jetzt. Beim nächsten Mal, hoffe ich. Wie gesagt, ich schneide euch dann eben den Versuch, wo ich alles gesammelt habe, rein. Ja, ja, was für ein Jammer. Ja, ja, ich schaffe das schon. Na klar. Schauen wir mal. Vielleicht klappt es jetzt gleich beim nächsten Mal. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, wenn man den richtigen Weg hat, ist es ganz einfach. Man muss eigentlich immer nur den Farben so nachfolgen, dann hat man mehr als genug Zeit. Oh, unglaublich, dass jemand diesen Level knackt.
Super, super, ein neuer Superstar scheint auf der Bühne der Star Challenge. Hier ist die Trophäe für unseren neuen Superstar. Bitte schön, genieß sie. Ja, Maxi Köcher, wir können jetzt 100 Pfeile aufbewahren, die werden sicher nützlich sein. Glückwunsch, junger Freund. Alle Preise abgeräumt. Ich glaube, damit hast du hier erledigt, was zu erledigen war. Also danke für alles. Ich hoffe, du hattest auch ein wenig Spaß bei der Sache. Und komm bloß nicht wieder. Ja, gut, das war's. Das heißt, wir können jetzt aufmachen zum nächsten Dungeon. Zum letzten Dungeon vorm Finale. Im letzten regulären Dungeon vorm Finale. Sagen wir es so. Dazu warpen wir uns in die Spielkammer. Los geht's. Da wir alle Spiegelschirme jetzt haben, können wir den Spiegel wieder zusammensetzen. Machen wir aber als Mensch. Bin gespannt, was passiert. Weißt du, das Schattenreich wird vom Machen auch Jenseits genannt, aber in Wahrheit ist es etwas ganz anderes. Es ist ein friedlicher Ort, so wie eure Welt, wenn das Abendrot am schönsten strahlt. Die Wesen unserer Welt leben in diesem Licht ruhig und friedlich mit reinem Herzen. Bis diese finstere Magie in unser Leben trat und alles anders wurde. Es ist alles unser Fehler. Wir überschätzten die Macht unserer Weisheit, versuchten die finstere Magie unter Kontrolle zu bringen. Bitte verzeiht uns unsere Leichtsinn. Seid milde mit eurem Urteil, Prinzessin des Dämmerlichts. Das hatten wir doch eh schon alle vermutet, oder? Ja, ihr wusstet es also? Und sprech mich nicht so an. Als Herrscher dieses Volkes habe ich einfach die Flucht ergriffen. Ich verdiene diesen Titel nicht. Also immer mitten auch mal in ihrer normalen Gestalt. Sie ist auch wie mitten ihre Katzengestalt bekommen hat. Natürlich von Santo. Wie könnte es anders sein? Weil glaubt man, dass der Held in Gestalt eines heiligen Tieres erscheinen wird. Deshalb dachte ich mir, als ich dich das erste Mal sah, ich wollte dich einfach nur benutzen. Ich wollte einfach nur meine eigene Welt gerettet sehen. Es war mir egal, was aus der Welt des Lichts werden würde. Aber dann traf ich Zelda und dich, und ihr wart beide bereit, alles zu geben, um eure Welt und die Menschen zu retten.
Jetzt möchte ich dabei helfen, eure Welt zu retten. Wir müssen Santo besiegen. Dann wird auch der Fluch gelöst, der auf mir liegt, und wir können Zelda ihre Kraft zurückgeben. Lass uns gehen, Fox. Für Zelda und für die Völker unserer beiden Welten. Damit betreten wir jetzt Midnas Reich, was eben auch gleichzeitig der nächste Dungeon sein wird. Wieder mal ein Dungeon, der nicht so dungeonmäßig aussehen wird. Naja, mehr oder weniger. Willkommen im Schattenreich. Beziehungsweise beim Schattenpalast. Also, naja, Fox, darf ich dich noch einmal in Anspruch nehmen? Aus welchem Grund auch immer. Einmal bin ich schon aus dieser Welt der Schatten geflohen. Ich habe mein Volk im Stich gelassen, obwohl es mich als ein Ort rezeptiert, ja, verehrt hat. Diejenigen, die jetzt noch hier sind, warten und hoffen darauf, dass Hilfe kommt, um sie von ihrem Los zu befreien. Wenn sie dann erfahren, dass der Retter eine hässliche Kreatur wie ich sein soll, werden sie doch enttäuscht sein, oder? Also bitte ich dich, wenn es ein großes Opfer für dich sein mag, darf ich noch ein ganz klein wenig dein Schatten sein? Verzeih mir. Ach was, stört doch nicht. Haben wir schon wieder Leute hier vorne? Fox, warte, das sind keine Gegner. Der Gestalt ist verändert, das sind Bewohner dieser Welt, Mitglieder meines Volkes. Santo, was hat er nur getan? Ja, sind eben die Bewohner. Aber die werden wir auch noch befreien können. So, wenn wir auf der Karte sehen, können wir eh nur hier hin. Das heißt, wir werden jetzt einmal hier mal Schattenreichvasen zerstören. Dann hier reingehen. Den ersten Raum. Also den ersten wirklichen Raum des Dungeons. Man hört schon wieder Kampfmusik. Ach Gott. Ja, hier haben wir schon diverseste Gegner. Ach, ich habe noch die Bombenpfeile eingestellt. Darum explodiert es. Moment, die brauche ich eigentlich nicht. Die nur normale Pfeile haben. So, schauen wir mal. Was haben wir hier Tolles? Noch viele weitere Gegner, die wir töten werden. Komm. So. Alles töten, was wir finden. Ganz schnell und einfach. Hier ist ein neuer Gegner, die kennen wir noch nicht. Da können wir die einfach mit der Schildattacke in ihren Angriff zurückschleudern. Sind die kurzzeitig betäubt und dann können wir mit dem Schwert draufschlagen. Das ist die Taktik bei denen hier. Damit scheint hier eine Kiste. Was finden wir in der Kiste? Wir werden es gleich erfahren. Mein Herzchen hier. Ein kleiner Schlüssel, den wir gleich wieder brauchen werden. So, was haben wir hier noch Tolles? Hier können wir durchgehen. Pass auf, gut auf! Der schwarze Nebel kommt von den Schattenkristallen, die Santa mit seinen magischen Kräften geschaffen hat. Sie sagen das Licht ein. Er ist der Schurke, der den Lichtgeist ihr Strahlen geraubt und deine Welt in ein Schattenreich verwandelt hat, Fox. Mit unserer kleinen Spieze kann ich dich jederzeit vom Wolf zum Mensch und zurück verwandeln. Also, alles klar. Ja, durch das können wir nämlich durch den Nebel hier durch. Übrigens, das ist hier noch nicht viel. Da wir hier nicht hochkommen. Gut. Müssen wir also später machen.
Schauen wir mal noch, trotzdem noch bei den anderen Seiten. Vielleicht ist irgendwo was, was man auch als Wolf benutzen kann. Hier zum Beispiel 5 Rubine. Dann hier drinnen. Ist nichts. Gut. Hier drinnen ist nochmal 5 Rubine. So, hätten wir das. Diese da müssen wir später dran denken, wenn wir was gegen den Schatten da machen können. Taste. Wir müssen jetzt erstmal hier rauf. Wie wir sehen, da können wir schon zum Schlüssel verbrauchen, den wir gerade bekommen haben. Oh, 10er Rubin gleich noch. Nehmen wir auch mit, natürlich. Hier ist natürlich nichts drin. Okay. Dann gehen wir hier noch durch schnell. Ja, hier sieht man auch sehr viel Nebel und einen Helm von Santo, also diese neuen Gegner. Die ist so komisch. Naja, wie wir hier weiterkommen, werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei und bis dann.